Schließ mal die Augen und stell dir Folgendes vor. Aber nicht schummeln, du musst schon wirklich die Augen zumachen, damit das jetzt hundertprozentig funktioniert. Also, stell dir vor, du siehst eine Frau, die du richtig heiß findest. Und du gehst auf diese Frau zu und tanzt sie an. Und dann merkst du, dass auch sie nicht ganz abgeneigt ist. Ihr nähert euch also immer weiter an. Irgendwann greifst du ihr an die Hüfte, ziehst sie zu dir hin und merkst, dass sie sich darauf einlassen kann. Später werdet ihr euch immer näher kommen, du greifst ihr in die Haare und kurz bevor du sie wirklich küsst, dann passiert's. Der Kuss zerstört also innerhalb von Sekunden alle heißen Hoffnungen. Und das ist leider auch oft die Realität. Und auch oft der Grund, warum die meisten Küsse dann zu keinen Beziehungen werden. Einfach weil die ausgetauschten Informationen nicht gut zueinander matchen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass beim Küssen die ganzen Informationen gar nicht bewusst, sondern unterbewusst wahrgenommen werden, dann kann man sich auch vorstellen, dass der Kuss wie eine Offenbarung darüber ist, wie der Sex mit dem anderen nachher wirklich sein würde. Der perfekte Kuss ist also dieses Gefühl von beide wollen genau das Gleiche zum genau gleichen Zeitpunkt und in genau dem gleichen Maß. Kaum öffnest du deine Lippen etwas, merkst du auch schon, wie sich ihre Lippen öffnen. Und wenn du anfängst, deine Zunge einzusetzen, dann merkst du, wie ihre Zunge antwortet. Es ist wie eine Art Gespräch, Kommunikation, aber eher wie Gedanken lesen, also ohne reden, sondern einen Austausch auf Gefühlsebene. Das Schöne ist, dass der perfekte Kuss gar nicht so schwierig zu erreichen ist. Du brauchst nämlich eigentlich nur drei Zutaten: Spannung, Timing und die richtige Intensität. Und wenn diese drei Sachen stimmen, ja, dann wird der Kuss auch einfach nur der Hammer. 80%, also ein riesiger Teil vom perfekten Kuss, entsteht nämlich schon bevor sich die Lippen überhaupt getroffen haben. Du baust eine Spannung, Intensität und Leidenschaft auf und die ist der Schlüssel für das grandiose Finale. Betrachte den Kontakt von Lippen und Zunge also nur als die Finishing Line. Und das Rennen machst du dann auf der Strecke. Halte Blickkontakt, fasse ihren Kopf mit den Händen, streiche durch die Haare, vielleicht mit den Fingern sogar sanft über die Lippen. Und wenn sich die Lippen annähern, auch schon ohne sich zu berühren, dann merkt sie schon, dass du direkt bei ihr bist. Die Definition von Lust ist doch, das, was man möchte, nicht sofort zu bekommen, aber schon zu erahnen, dass man es haben wird. Mach durch deine Körpersprache deutlich, dass du sie kontrollierst und sie willst. Gleichzeitig ist der erste Kuss aber langsam, zärtlich und liebevoll und dadurch wird es intensiv. Beim Küssen geht es eben nicht darum, maximal schnell und maximal tief die Zunge in den Mund zu schieben, sondern eher darum, maximale Gefühle reinzulegen. Die meisten, vor allem die Männer, küssen einfach zu flüchtig und zu schnell. Es geht aber darum, 100%, also wirklich alles, in den Kuss hineinzugeben, also voll mit dem Gefühl in die Lippen und auch in die Zunge zu gehen. Wenn du dir mit dem Tempo unsicher bist, dann kommt hier ein super Tipp. Zähle am besten immer bis 4. Also die Lippen treffen sich, im Kopf bis 4 zählen, den Mund aufmachen, wieder bis 4 zählen und die Zunge in den Mund reinschieben, auch wieder bis 4 zählen. Die Zunge solltest du dabei immer sparsam einsetzen. Das heißt ungefähr die Hälfte der Zunge in ihren Mund. Das ist so ein guter Maßstab, aber keine HNO-Untersuchung machen, wo du an den Mandeln kitzelst oder versuchst in die Lunge zu kommen. Die Zunge sollte sich dabei meistens weich und nicht so sehr hart anfühlen. Mach zwischendurch ruhig auch mal Pausen, zieh dich zurück und schau zwischendurch ruhig auch mal deine Partnerin an. Ein schönes Bild dazu kann das Meer sein. Stell dir vor, die Zunge ist wie die Welle. Das heißt, es gibt Tage, an denen ist das perfekte Meer und damit die Bewegung des Wassers eher sanft und ruhig. Es wogt von einer in die andere Richtung und immer so ein Austausch. An anderen Tagen, da ziehen sich die Wellen zurück und kommen dann mit umso mehr Kraft wieder nach vorne. Und genauso ist auch die Bewegung der Zunge. Und wieder andere Tage, da ist das perfekte Meer, je nachdem, was man eben machen will, richtig in Action und es ist viel mehr los. Und genau so gibt es auch unterschiedliche Arten vom perfekten Kuss. Auch das perfekte Timing ist für die Intensität entscheidend. Wir hatten ja schon mal eingangs das Gefühl von Gedankenlesen beschrieben. Also dann, wenn sich ein Kuss so anfühlt, als würdet ihr genau wissen, was der andere in dem Moment will. Und das geht mit dem richtigen Timing. Dazu solltest du mit der ganzen Aufmerksamkeit und dem ganzen Gefühl im Kuss sein. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Am besten ist dazu auch, wenn du selber gar nicht so viel machst, sondern auch mal fühlst, was sie tut, dann selber darauf reagierst, dann kannst du wieder etwas machen und sie reagiert, sodass ihr euch immer wieder fließend abwechselt. Geredet werden muss dabei in der Regel nicht. Vom Gefühl her ist doch eigentlich nur schlimm, wenn sie die ganze Zeit mit der Zunge in dir rumrührt oder dir so lange auf der Unterlippe rumkaut, bis du das Gefühl hast, dass sie abfällt. Sei langsam, aber intensiv und erfreue dich einfach an dem Genuss, der dir da begegnet. Und dann könnt ihr so langsam, Stück für Stück, die Intensität steigern. Führe als Mann, aber lass sie auch mal machen und genieß einfach den Augenblick. Eine Wunderwaffe, um das richtige Timing zu lernen, ist Schokolade. Also nehmt ein Stück Schokolade und bringt es gemeinsam zum Schmelzen. Wenn
dann beim Küssen das Stück Schokolade in deinem und in ihrem Mund bleibt und aber nicht im gesamten Gesicht verteilt ist, na dann habt ihr das richtige Timing, das richtige Tempo und die richtige Intensität gewählt. Wenn auch du so leidenschaftlich und intensiv geküsst werden willst, dann gehe jetzt mit dem Mauszeiger oder auch dem Finger über das Bewerten-Feld und zeige uns, indem du jetzt klickst, wie dir das Video gefallen hat. Sicher macht's Spaß. Ja, gut geküsst. Auch mit Schokolade. Und wenn das Timing stimmt.